Jo, moin Leute, wie schon gesagt, sollte mein nächstes Video ein kleines Video werden und da bin ich jetzt hier auch. Und zwar wollte ich in dem Folgevideo einen Testfall durchführen. Ich wollte nämlich durchführen, was passiert, wenn ich eine Verbesserung im Labor tätige. Ich nehme jetzt erstmal die Bahn, weil ich sie eh nicht wirklich nutze. Da kommt da oben, würde ich direkt die Bombe nehmen. Ich nehme einfach immer direkt die Bombe, die nutze ich auch wenigstens. Vielleicht klappt es dann ja auch. Also dann habe ich jetzt hier die Bombe, die graden gerade ab. Und jetzt gehe ich auf mein Labor verbessern. So. Alle Bombe sind beschäftigt, was soll ich machen? Wow. Ach so, eine Sprungfalle. Ja, ganz toll. Und dann brechen wir das mal eben ab. Und jetzt nochmal verbessern. Aha. Okay. Was war das jetzt? Ich habe das auf mein Labor verbessert. Und was machen wir hier? Okay. Eine Bombe, was ist mit dem los? Nicht nur das Video. Ja. Komisch, ich meine, ich hätte auch gar nicht rausgegeben. Was mir nicht gestattet? Ich soll also wenn ich dann noch nicht sagen, wie die Bombe dann hat, aber dann könnte ich nicht wissen, ob das in einem Tag ist. Die Bombe dann auch vielleicht so eine Seite rausgezogen, ich habe keine Ahnung. Außer, dass mein Alexei ist jetzt weg und ja, ich dachte, dass irgendwie da würde stehen. Verbesserung erfolgsbereit, aber wurde einfach verbessert und ist alles weg. Alles klar, hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, aber. Komm, noch einfach nochmal einen Kampfverteidiger. Ich habe hier noch meinen Bonus, den würde ich dann jetzt auch einfach nochmal dazu aktivieren. Ich finde jetzt ja genug Gold und Elixier frei. Das kann man sich dann ruhig mal erlauben. Okay, der verbessert das natürlich Schmetterer, das ist ganz gut. Würde ich einfach mal die Bomber rausnehmen und Kanonenkachen reintun. So, erstmal hier ein bisschen wegholen. So. So, jetzt kann ich mal auf der Riesenkanone. Ich meine, wo ich gestorben habe, hatte ich eigentlich nicht gerechnet, aber okay. Das bin ich halt so. Okay. Ich mal ein bisschen ja, die Kanone. Wo soll die Kanone gemacht werden? Ah, die Kanone ist schwer. Das ist der Fall, wenn man so schwer ist, dann ist es gut. Also die Kanone kann man draufstehen. Ja, hier geht es auch wieder die Kanone. Alles klar. Hier ist eine Bodenplatte, dann muss man dann einfach nochmal die andere Kanone machen. Ja, da ich mir das Schuh geschaut, habe ich gesehen. Das war es jetzt auch mit dem Bodenplatte. Und ja, dann sieht das nach Musik aus. Und dann bringt sich auch schon. Ich würde sagen, mache ich einfach mal noch ein paar. Ah, warte mal. Wann macht das die 7? Ja. Alles klar, ich mach's mit 7. Ich glaube, die hauen auch ganz schön rein. So. Ich bin schon vorher fertig entschieden. Ich wollte das hier mit den Riesen reinmachen. Ganz gut bezeichnen. Nur eine Pauseknopf, den Bonus und die verschiedenen Level sind vielleicht echt geliefert, aber komm, mach ja doch einfach den dritten Bonus dann her, aber den kommt gewonnen, das ist mir relativ egal. Ich hätte es hier einfach mal direkt einen Bomber hin. Seine große Bombe wirft er jeden Fall. Und dann direkt die riesen Bomber. Aber hier auch schon wieder ein paar Bomber muss ich machen. Ich
Ja, okay, da hat Insel sogar dann 50%, aber dann muss ich jetzt einfach noch einen dranhauen. Das weiß ich wirklich, wohl der Weg hier reinfällt. So, hier sieht es schon wieder ein bisschen einfacher aus. Da würde ich mit den Riesen von hier kommen. Also erstmal den Bogis alles zerstören. So. Dann würde ich schon direkt zu abwehren. Das sagt man dann auch. Das wäre gar nicht gewesen für dich. Der hätte sonst noch Leben. Und der Riese lebt auch noch, wenn er jetzt 55 noch mehr rausgeht. Okay. Jetzt ist es aber wieder was mit dabei. Nein, aber ich hatte die Generation nicht. Scheiße. Okay, den Terror zu machen wieder. Natürlich geht das auch leider auch noch. Ja, ich hatte das jetzt auch leider. Nein, ja! Was ich mir sagen habe. Als ob der den auch auf 0,5 hatte. Ach, verdammt. Mann. Ja, jetzt kommen wir noch eine Lage dazu, aber ich wollte ja eigentlich auch noch in diesem Video zeigen, wie es jetzt mit dem ganzen neuen, wie das Ganze mit dem neuen Event da jetzt ist. Und zwar das Riesensprungsauber-Event. Ist ein ziemlich cooles das Event. Und zwar habe ich da jetzt auch schon eine schöne Taktik für gefunden. Ich habe jetzt auch schon wieder beide ausgebildet. Ja, das ist schön. Ich glaube, ich würde die Bogenkühlen da eben feilen. Ich finde das gerade schon noch so cool. Kann finden und würde ich mal schauen, was wir mit den beiden Angriffen anfangen können. So. Ich schau mal, bis ich einen Gegner gefunden habe. Meine Freunde, haben wir auch schon direkt einen, meiner Meinung nach. Und zwar finde ich, hat er seine Abwehr noch nicht wirklich stark. Also würde ich jetzt auch mal den ersten Sprung verlassen. Mal eben das Lager holen lassen und ja, das irgendwie. Das ist auch schon mal mit dem ersten Kampf gewesen. Und den zweiten haben wir auch noch direkt drin. Ist auch eine Barbar King, aber die Queen. Das dauert schon wieder so. Man soll ich mehr den Queen, die können wir ohne Queen können wir so viel machen, aber die Queen warte ich jetzt erstmal nochmal ab. Ja, das klappt ja sogar. Und die Mutter mal wieder für die 6. Da kommt schon. Bitte hol dir das jetzt. Bitte hol dir das jetzt. Und dann kommt wieder mit dem. Ich muss ja nicht mehr mit dem. Ja. Nice! Ja, dann haben wir hingehauen. Alles klar. 2 Sterne, 80%. Das sieht nach dem Sieg aus. Jawoll! Haben wir so noch den 3. Siegebonus bekommen? Habe ich den heute eigentlich schon eingesammelt oder habe ich ihn schon wieder? Ne, ich habe ihn heute schon raus. Die Spiel sollte mir jetzt auch fertig sein und
Ja, da können wir einfach nochmal. Die habe ich schon Level 11. Nee, die Rubber King habe ich. Ach, stimmt, ich habe ja die Falkure, deswegen habe ich. Gut, hier immer noch. Ja, komm, wir warten mal den zweiten Angriff hinterher. Glocken, ne? So, ich schau mal wieder nach. Du Kacke, bietet er sich an. Junge. Ja, der wird wahrscheinlich auch nicht 100 Pro machen und ich werde auch nicht so viel haben wie ich mit dem Sprungzauber. Habe ich keinen Sprungzauber? Oh ne. Ich will auch nicht Sprungzauber anbieten. Ich habe hier beide mal die Hauszauber. Da werde ich den mal jetzt testen auf der Seite. Und hier kriegt man nicht das gleiche Bogenkette, wenn man weiter rappelt, ich nicht will. Und hier mit einem Hauszauber dazu. So. Die Bogenkette würde ich eigentlich, aber kann in der Mitte noch mal nachschauen. Ich kann jetzt auch die Tabak rein, wenn ich mal eins. Gut, und das ist ein Leben mit einem Riesen. Ich bin auch doch ein Leben mit einem Riesen. Und er ist das, sieht man nicht so gut. Ich bin auch wieder nicht von einem Leben. Ich bin noch gewollt, ich habe das Zentrum ein. Und ein Stern wurde wirklich dann höher. Ich bin ein Magier. Das ist ein Spiel für mich. Ja, ich habe das nicht geklappt. Und dann, wenn ich jetzt gerade auch noch ein Schiff auf die Fläche habe, dann ist das ein Schiff. Nee. Dein Bambubi, oh! Oh du Scheiße! Da ist gleich wieder so ein Hinlauf und da wird er wahrscheinlich stark verkennen. Ich hab's schon geschafft, wie die Radium der Bombe, die mir auch bei Sekunden haben, gutes Loot geholt. Sehr gutes Loot sogar. Das Unterlegste haben wir auch drin wieder und dann ist der wahrscheinlich noch drin. Ja, so übrig. Pack ich einfach nochmal wieder einen Sprung, aber das ist ja so bei den Creeps. Dann hole ich mir jetzt selbst die Riesen raus, so 20 Stück. Hole ich da rein und dann noch die ganzen Magier. So, das glaube ich jetzt nicht so, wie es auch sonst war, aber hier kommen zwei Magier noch. Drei Bogies und dann öffnen wir noch. Ja, das ging noch eigentlich so mit den Ankämpfen jetzt hier. Ja, die ist zuletzt verwendete Armee. So die Scheiße einfach. Hier waren dann noch zwei Sprungzauber und Eiszauber. Und hier waren dann noch das Platunnel-Kerebia, die habe ich nicht dabei gehabt. Acht und dann hatte ich noch ein paar Lakis. 10 Lakis, oder das ist ein bisschen viel. Ich bin mit 6 ausgekommen. Habe ich einfach noch einen Magier dazu und noch einen Magier dazu und ja, das war's für einen Hit am Laborgerät verbessert, dass man es nicht upgraden. Und ich sehe auch logisch, aber ich dachte, man hätte jetzt wenigstens eine Warnung bekommen. Und ja, dann sage ich bis bald im Warworld-Video mit Handgame am PC. Ciao.